Krankenschwester. Ja. Wir haben eigentlich heute ihren Geburtstag gefeiert und wollten jetzt halt gerade eigentlich, ich sag mal, loslegen, in Anführungsstrichen, mal mit ein paar Mädels halt bei uns haben zu Hause. Haben Sie heute Geburtstag? Ja, dann erstmal noch alles Gute. Ja, und ja. Wir haben auch gerade mal 2 Gläser Sekt, wenn es hochkommt, getrunken. Okay, mehr nicht. Nee, weil wann ist das denn so, dass sie so müde und schlapp ist? Also ich würde jetzt eigentlich, also so wie heute, ja, eigentlich, wir haben eine Zeit lang echt ein bisschen was gefeiert und so, aber das ist jetzt eigentlich schon ein bisschen länger her, wenn ich jetzt so sagen würde, ich würde behaupten, so seit 2 Wochen oder so circa, ist es irgendwie bei uns beiden so, dass wir beide recht, also abends recht schnell müde sind, sag ich jetzt mal so. Sorry, wenn ich mich da jetzt einmische, aber das war schon in letzter Zeit ein bisschen viel Gefeiere. Kein Wunder, dass ihr so müde seid. Also. Woher wissen Sie das denn? In welcher Konstellation stehen Sie denn da? Wir sind Mitbewohner. Also wir teilen zu dritt praktisch eine WG. Und ja klar, kriegst du da jetzt mal ganz ehrlich. Seitdem ich meinen Job habe, bin ich fast gar nichts mehr unterwegs. Ja, jedenfalls, ich habe noch einen Haufen Arbeit zu Hause. Ich muss auch viel lernen. Es ist in Ordnung, wenn ich... Ja, ja, klar. Danke, dass du uns gefahren hast. Gerne, klar. Kein Ding. Okay. Also, aber normal, okay, also der Blutzucker ist schon mal normal, ja. Ich würde Sie jetzt gerne einmal untersuchen. Ne? Sie sind schon sehr, sehr blass. Ne? Der Puls ist ein bisschen schnell. Müdigkeit kann sehr viele verschiedene Ursachen haben. Auf der einen Seite gibt es organische Ursachen, wie zum Beispiel auch Schilddrüsenproblematiken oder auch Herzproblematik. Auf der anderen Seite ist das natürlich häufig auch stressbedingt und psychosomatisch oder auch Schlafmangel durch etwaige Störungen, wie zum Beispiel Videospiele oder Ähnliches. Wir haben 2 verschiedene Fährten. Einmal nur organische, dass wir vor allen Dingen auch, ja, sie schläft, ne, jetzt. Einmal eine organische Richtung. Und auf der anderen Seite würde ich schon ganz gerne mal ein großes Blutbild machen und auch einen Drogentest. Und ich würde einmal trotzdem auch Ethanol mit abnehmen. Also, dass wir einmal trotzdem Alkoholspiegel haben. Ne? Auch wenn ich das jetzt nicht glaube, weil es riecht auch nicht sehr stark. Ne? Sie haben wirklich höchstens 2 Gläser. Aber ich meine, müsste ich da nicht eigentlich auch so reagieren? Also, genau, also irgendwie komisch. Naja, Sie haben ja jetzt nicht, Sie sind natürlich ein eigenständiger Mensch, ne? Aber es ist natürlich, ich finde das jetzt auch besorgniserregend. Von daher würde ich Sie auch gerne einmal aufnehmen, dass wir Sie wirklich von oben bis unten einmal durchchecken. Ja, weil das ist jetzt natürlich, dass sie jetzt auch einschläft, ist schon auffällig. Obwohl die Schwester und auch die Patientin Drogenkonsum verneint haben, habe ich trotzdem ein Screening angeordnet. Und das Ergebnis sollte letztendlich Licht ins Dunkel bringen. Schwester Amelia legt den Zugang, macht die Tests und sobald ich mehr weiß, komme ich zu Ihnen. Alles klar. Ja? Okay, danke. Bis die Laborergebnisse des 25-jährigen Geburtstagskindes vorliegen, widmet sich Assistenzärztin Dr. Charlotte Engel ihrer nächsten Patientin. Ballettlehrerin Angelika Bewert ist beunruhigt, weil sie seit einiger Zeit seltsame Flecken auf ihrer Haut bemerkt. Ich habe seit einiger Zeit sowas festgestellt an meinen Beinen. Das muss ich Ihnen unbedingt zeigen. Ja, bitte. Ich kann dir gar nicht erklären, was das ist. Schauen Sie sich das mal an. Was meinen Sie denn hier? Die Besenreise? Die Venen hier? Das ist bestimmt irgendwas. Und das andere Bein? Sieht genauso aus? Noch schlimmer, noch schlimmer. Da. Ja, aber Frau Bewert, haben Sie denn Schmerzen dabei? Können Sie das denn ordentlich bewegen? Also so, Sie wirken ja total sportlich. Ja, ich bin seit 40 Jahren Balletttrainerin. Ich mache jeden Tag Sport, deswegen kann ich mir nicht erklären, wo sowas plötzlich herkommt. Ja, das sind also sogenannte Besenreiser, die haben schon auch was mit dem Alter zu tun. Bitte? Mit dem Alter? Ich trainiere jeden Tag. Ich bin total durchtrainiert und sportlich, schon so, was ich hier für Muskeln habe. Ja. Letztendlich ist das eine Art von Bindegewebsschwäche, die sich nicht nur, sagen wir mal, wie Zellulite und an der Oberfläche... Ich habe keine Zellulite, schauen Sie mal, alles ganz klar. Sie sehen top aus, das ist an den Venen letztendlich. Besenreiser sind eine Erscheinung des Alters. Das heißt, nicht nur das Bindegewebe in Form von Zellulite oder so kann sich verändern, sondern eben auch das Bindegewebe, was um die Gefäße, vor allen Dingen um die Venen ist. Und das sehen wir dann oberflächlich in der Haut als Besenreiser, was wirklich einfach der Natur zugeschrieben werden muss. Vorbeugen kann man den Besenreisern eigentlich nicht. Wir haben hier gesehen, unsere Patientin sehr sportlich, für ihr Alter wirklich äußerst gut in Schuss. Und da muss man kleine Makel vielleicht einfach in Kauf nehmen, um das Leben weiter zu genießen. Also was Sie auf jeden Fall einmal machen sollten, wäre, sich in der Gefäßchirurgie vorzustellen, in der Praxis, dass die einmal gucken, wie sind die tiefen Gefäße. Ne? Weil letztendlich das einzig Gefährliche, was sein kann, ist, dass diese Besenreiser durch irgendwelche Gefäßerkrankungen im Inneren kommen. Die machen dann einmal einen Ultraschall von den Gefäßen. Ansonsten ist es ein rein kosmetisches Problem, sagen wir mal so. Da kann der Hautarzt was machen. Er kann auf der einen Seite veröden, auf der anderen Seite so ein bisschen mit so einem Laser arbeiten. Aber tatsächlich bezahlt auch gar nicht die Krankenkasse, weil das ist einfach, sagen wir mal, Teil des Älterwerdens.
Ja, das ist Frau Bebert. Aber schauen Sie mal, das ist doch furchtbar. Ja, aber schauen Sie doch mal, Sie sind doch, wie alt sind Sie denn jetzt, Frau Bebert? 59. Ja, und Sie sehen top aus. Dankeschön. Da kann doch sowas Sie nicht entstellen. Das ist die Natur, Frau Bebert. Klar habe ich auch Verständnis dafür, dass eine Frau, wenn die Zeichen der Zeit an ihr nagen sozusagen, dass sie da ein Problem mit hat und das lieber nicht hätte. Also ich empfehle allen Frauen, sich so zu akzeptieren, wie sie sind. Man kann natürlich auch ein bisschen was machen. Also man muss sich ja nicht komplett gehen lassen. Mit Sport und guter Ernährung ist man auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Aber dann darüber hinaus, denke ich, muss man auch mal Frieden mit sich selber schließen. Vielleicht als kleiner Tipp von Frau zu Frau. Es gibt super blickdichte Strumpfhosen. Ich habe das Gleiche nämlich. Und ich habe mir welche geholt und man sieht nichts durch. Und Frau Bebert, wissen Sie was? Um dem Ganzen noch ein bisschen vorzubeugen, gibt es auch spezielle Massagen noch, ne? Da müssen Sie dann aber mit Ihrem Hausarzt mal sprechen. Massagen könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Ne? Ja, das ist doch immer schön. Ja. Der Ballettlehrerin konnte flott geholfen werden. Schwieriger gestaltet sich dagegen die Behandlung der 25-jährigen Luna. Das Klinikteam und die Schwester der Patientin hoffen, dass die Blutergebnisse eine erste Spur bringen, was hinter der Müdigkeit der jungen Frau stecken könnte. Ich wollte nachfragen, ob Sie schon mehr wissen wegen der Schwester. Wir haben tatsächlich jetzt ein sehr relevantes Ergebnis bekommen, was ich auch wirklich gleich mit Ihnen und Ihrer Schwester besprechen möchte. Hallo. Hi. Hey, was machst du denn hier? Du bist doch nach Hause gefahren. Ich war auf dem Weg nach Hause, aber ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Ich habe einfach noch mal nach ihr gesehen. Okay, das ist ja lieb von dir. Wir haben jetzt auch gerade wohl die Ergebnisse bekommen. Also ich hoffe, wir wissen gleich, was los ist. Ich muss dann auch wieder, ne? Ja, okay. Tschö. Wie geht's dir denn? Soweit ganz gut. Also sie ist noch ein bisschen schläfrig. Die Vitalwerte waren jetzt auch okay. Der Blutdruck noch nicht mehr ganz so niedrig, aber... Also die Infusion schlagen. Ja, ist das schon was Ernsthaftes, oder? Ja, also es ist insofern was... Oh. Frau Richards? Frau Richards? Clown. Ein Clown? Tief durchatmen. Tief durchatmen. Okay. Clown soll weg. Der Clown soll vielleicht wäre es einmal besser, wenn Sie den Raum verlassen. Das Frau Richards, schauen Sie mich mal an. Schauen Sie mich mal an. Ganz tief ein- und ausatmen. Wir sind alle hier. Es kann Ihnen nichts passieren. Der Ballon wird rausgebracht. Ne? Genau. Durch die Nase ein, durch den Mund aus. Ganz tief. Sehr gut. Machen Sie das. Sehr gut. Ganz ruhig, ganz ruhig. Hat sie öfter Panik? Nein, sie hat sowas noch nie gehabt. Deswegen, ich kenne sie überhaupt nicht. Was ist denn das? Okay. Ja, das ist eine normale Panikattacke, ne? Aber woher kommt die? Frau Richards, alles gut. Wir kümmern uns um Sie. Bei der Panikattacke ist das A und O, die Patienten wirklich zu beruhigen, sie zu einem ausgeglichenen Atem zu bringen. Und dann geht das meistens auch so, dass sie sich schnell beruhigen. Wenn das nicht der Fall ist, muss man schauen, ob man auch mit Medikamenten oder eben auch mit Sauerstoff oder Ähnlichem nachhelfen muss. Ich glaube, sie schläft auch gleich wieder weiter. Hm. Ist das denn jetzt normal? Also, das passt zu diesem Befund, den wir jetzt haben. Und zwar hat sie in ihrem Blut eine hohe Konzentration an Benzodiazepinen. Das sind Mittel, die wir eigentlich in der Klinik nutzen, die sind angstlösend und sedierend, das heißt, ne, beruhigend. Die nehmen wir zum Beispiel vor einer Operation, dass die Patienten gut runterkommen. Sie hat noch nie irgendwelche Beruhigungsmittel genommen. Also wo soll sie die denn jetzt hergenommen haben? Ich weiß es nicht und das ist wirklich auch das große Rätsel, weil ich glaube Ihnen, ne, sie verneint ja, dass sie was genommen hat und das glaube ich. Zusätzlich ist es ja komisch, dass Sie die gleiche Symptomatik haben. Ne? Was nur erklärt, dass sie jetzt eine Panikattacke hat, ist, dass Alkohol und Benzodiazepine in Kombination tatsächlich dann dazu neigen. Okay. Na, weil ich meine, hatte sie vorher irgendwelche Berührungsängste mit Clowns? Irgendwas? Nee, überhaupt nicht. Also klar, sie findet Clowns unangenehm, aber keiner von uns beiden kriegt irgendwie Panikattacken dabei oder irgendwie sowas. Also alles ist gut. Genau. So ein Luftballon oder so. Also jetzt würde ich vorschlagen, wir lassen sie jetzt schlafen. Amelia, hängst du bitte noch eine Infusion an? Wir müssen wirklich das Wirkkonzentrat rauskriegen aus dem Körper. Das schaffen wir, indem wir das einfach mit Infusion ausschwemmen. Und dann können wir morgen alles weitere besprechen. Benzodiazepine sind sehr gefährliche Medikamente, die wirklich schwerwiegende Nebenwirkungen haben können. Unter anderem kann es zur Atemdepression kommen. Das heißt, wir haben wirklich Notfälle durch diese Medikamente, vor allen Dingen, wenn man sie zu hoch dosiert. Aber normalerweise, eine gesunde, junge Frau mit ihrer Schwester hat das natürlich nicht im Blut. Und da war die große Frage, wie kommt der Wirkstoff ins Blut von Frau Richards. Und tatsächlich würde ich vorschlagen, dass wir sie auch einmal testen, denn sie haben die gleichen Symptome, ne, dass wir da auf Nummer sicher gehen. Ja.
Ja, ist ja dann wahrscheinlich besser. Wenig später wird auch das Blut der 29-jährigen Vanessa untersucht. Das Ergebnis gibt es allerdings erst am folgenden Tag. Als die junge Frau früh am Morgen zurück in die Klinik kommt, wartet im Zimmer ihrer Schwester eine üble Überraschung. Ja, wir fragen uns natürlich auch, ne, was jetzt Mats? Daran... Was machst du denn hier? Hallo? Hast du sie noch? Mats, was machst du mit den Tabletten? Patrick! Komm mal bitte, halt ihn auf, der darf nicht gehen. Bleiben Sie mal hier. Bleiben Sie mal hier. Was ist hier los? Der junge Herr, der wollte, glaube ich, der Dame irgendwas einflößen. Ne? Sie haben es gesehen, ne? Der hatte irgendwas, Frau Richard, irgendwas in der Hand gerade eben gehabt. Also es sah ehrlich gesagt aus wie eine Tablettenpackung. Geben Sie es mal raus. Was haben Sie denn? Hier ist doch kein Kindergarten jetzt. So ein Scheiß hier. Was ist das? Ja, bleiben Sie mal schön. Das ist genau der Wirkstoff, den wir bei ihr nachgewiesen haben. Und den wir bei Ihnen im Übrigen ja auch, Gott sei Dank in niedriger Konzentration, aber auch nachgewiesen haben. Mats, ist das denn ernst? Sie haben die Tabletten? Ja, ganz richtig. Eingeflößt den Mädels? Ja. Bist du eigentlich wahnsinnig? Weißt du, hast du sie mal gestern gesehen? Weißt du, wie dreckig der das ist? Ich habe doch keine andere Wahl. Ach, dann war... Die ganze Zeit macht ihr Party in der Wohnung und ich kann nicht lernen. Ruhig. Bist du denn wahnsinnig? Seit wann machen Sie das denn? Seit einer Weile. Charlotte, ich glaube, deswegen, gestern war der ja auch noch mal hier gewesen. Wahrscheinlich haben Sie ihr da auch wieder was eingeflößt? Naja, er muss ja, sonst wäre der Wirkspiegel nicht so hoch. Anrichten können. Ich habe nie meine Ruhe zu Hause. Immer machen die da Party. Ich habe eine wichtige Prüfung, okay? Einfach mal mit uns zu reden, anstatt uns irgendwelche Tabletten einzuführen. Hab ich doch. Ich habe euch mehrmals gebeten, einfach mal abends ruhig zu sein, damit ich in Ruhe lernen kann. Du kannst demnächst in Ruhe lernen. Du weißt ja wohl ganz genau, dass du, wenn ich nach Hause komme, bist du nicht mehr in unserer WG. Ja, pack deine Scheißsachen und verschwinde. Bevor er ausziehen muss, bitte einmal zur Security und ganz klar die Polizei einschalten. Das ist hier Körperverletzung, was passiert ist. Für mich ist ganz klar, dass der Mitbewohner hier eine Straftat begangen hat. Er hat Betäubungsmittel einer Patientin oder einer Bekannten zugeflößt, ohne ihres Wissens. Und das geht gar nicht. Und das musste auch dringend gemeldet werden. Also ich bin einfach nur froh, dass es dir jetzt besser geht. Und wir wissen jetzt, was es war. Also ganz im Ernst, das passiert uns nie wieder. Nie wieder zieht ein Typ bei uns ein. Die 25-jährige Luna wurde am nächsten Tag entlassen. Sie und ihre Schwester haben keine Folgeschäden durch die unfreiwillige Einnahme des Schlafmittels davongetragen. Mitbewohner Mats ist mittlerweile ausgezogen. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.